Hollandaise, ganz schön schwierig, oder? Hollandaise braucht ewig lange, oder? Hollandaise verabschiedet sich auch gern mal. Okay, dann machen wir doch heute mal eine Blitzhollandaise. Mit einem schönen Schnitzel dazu, überbacken, lecker und das Ganze in bestem Hoffmann-Geschirr. Auf den Wunsch einer einzelnen Kamerafrau hin haben wir uns heute für ein Putenschnitzel entschieden. Und das wird nicht paniert, das wird nur meliert, weil wir nachher die Hollandaise oben drüber geben und dann soll es nicht zu matschig werden. Ein bisschen Tomate oben drauf, dann die Hollandaise. Und für die Hollandaise brauchen wir nur wenige Zutaten. Ein bisschen Senf, das ist ein Teelöffel voll, zwei Eigelbe. Das ist ein Esslöffel Joghurt. Dann brauchen wir noch ein bisschen frisch gepresste Zitrone. Und hier in unserem Milchtopf aus dem Hause Hoffmann haben wir schon mal ein Paket Butter geschmolzen. Unten drin wunderbar zu erkennen, die Molke, die hat sich da so ein bisschen abgesetzt. Und dieser Topf hier, der eignet sich ganz famos für solche Dinge, weil durch diesen kleinen Ausgießer hier können wir wunderbar die Hollandaise herstellen. So, die Schnitzel, die wollen wir mal eben vor dem Braten würzen, weil, wie gesagt, die sollen auch gleich noch meliert werden. Bisschen Salz und Pfeffer von beiden Seiten. So, die gewürzten Schnitzel ganz kurz und im letzten Moment einmal im Mehl wenden. Das machen wir, damit wir gleich eine schöne Farbe bekommen. Abpudern und direkt rein in die heiße Pfanne. Und das ist die kleine Bratpfanne aus dem Hause Hoffmann. Da habe ich wirklich nur einen Tropfen Öl drin, weil die ist ja so gut beschichtet. Da brauchen wir gar nicht großartig mit Öl zu braten. Kurz anbraten, ist das schon fast erledigt. Für unsere Blitzhollandaise geben wir unseren Joghurt in so einen Messbecher hinein. Zwingend notwendig ist bei diesem Rezept natürlich ein Pürierstab, unseren Senf, aber auch die Eigelbe. Das ist im Prinzip schon fast alles. Das Ganze kann ich hier schon mal mit meinem Pürierstab mal so ein bisschen anrühren. Aha. So, und auf unseren kleinen Ansatz gebe ich jetzt hier mit einem kleinen Strahl, wie bei einer Mayonnaise, die heiße Butter da oben drauf. Und ihr seht schon, dieser Topf hier aus dem Hause Hoffmann, da kann man richtig gut mit arbeiten. Der gießt, ohne dass wir da großartig Kleckerei haben. Und so bauen wir mal eben unsere Hollandaise zusammen. Ist das cool oder ist das cool? Da steht sie, die Hollandaise. Rucki-zucki gemacht. Kleiner Schuss frisch gepresste Zitrone dazu. Salz und Pfeffer nicht vergessen, weil auch eine Blitzhollandaise möchte gewürzt werden. Schnell die Schnitzel umdrehen. Aha, goldgelb. So darf ein Schnitzel Natur aussehen. Darauf geben wir jetzt direkt in der Pfanne unsere geschnittene Tomate, aber auch die braucht ein bisschen Würze, ganz leicht, ein bisschen Salz und Pfeffer. So, wir müssen uns auf die Unterseite des Schnitzels gar nicht mehr konzentrieren, weil der Schnitzel bleibt hier in der Pfanne. Da gebe ich jetzt meine Blitzhollandaise drüber, weil wir wollen das Ganze auch noch überbacken. Schaut euch an, wie diese Hollandaise steht. Es ist doch wirklich unglaublich. So. Schön hinein und das Ganze kommt jetzt in den Backofen. Grillfunktion, Oberhitze, so heiß es irgendwie geht. Das Schöne ist, wir können bei der kleinen Pfanne den Griff abnehmen, verbrennen wir uns nicht die Finger und das Ganze goldgelb überbacken. So, das waren keine 3 Minuten. Ofen aus und schau dir das bitte mal an. Überbackene Schnitzel mit Blitzhollandaise und das wollen wir jetzt mal probieren. Mein Gott! Ist das lecker. Ich habe gerade eben zu meiner Kamerafrau gesagt, und warum schlage ich immer Hollandaise über Stunden auf dem Wasserbad auf? Kann man auch so mal machen. Geht natürlich wunderbar in diesem Geschirr von Hoffmann mit dem Topf, mit dem Ausgießen, habt ihr gesehen. Schaut euch auf deren Homepage mal um, gibt es noch viele wunderbare Ideen und tollstes Werkzeug. Ich sag viel Spaß beim Nachkochen, hat richtig Spaß gemacht. Liebe Grüße aus Hamburg. Tschüss, ihr Lieben.